Hallo Rio, meine Diablo 4 Fans und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier mal weiter. Ich hatte einmal die Playsee aus. Mal schauen, ob wir hier an derselben Stelle weitermachen dürfen. Wir haben es geschafft. Ich weiß, dass ihr diesmal die Stimmen gehört habt. Wer waren sie? Ich weiß nicht. Wir dürfen hier nichts und niemandem trauen, aber wir müssen weiter. Ja, lass mal weiter, oder? Was hat die Pause dann gebracht? Da ist wieder die Riesenschlange. Dann folgen wir den richtigen Weg. Einmal im Kreisel, rundherum. Vielleicht sind wir da. Hurra, hurra. Mal gucken, ob wir sie bekämpfen müssen am Ende. Oder einfach mit ihr quatschen. Oder... Ey, guck mal, jetzt laufen wir doch auf ihr. Hätten wir das doch gleich gemacht, Leute? Ein Weg voller Schuppen. Das habe ich in der Spiegelung gesehen. Wir sind ganz nah. Na dann. Wunderbar, oder? Und da hüpfen wir schon wieder runter. Naja, was soll's. Ich wäre gleich auch hier geblieben. Wäre viel entspannter. Oh, wir sind am Baum. Wir sind am Baum, Leute. Ja, komm. Macht hinne. Das ist das? Ja. Der flüsternde Baum. Sieht man doch. Und jetzt Sequenzer. Videosequenzer für unser. Odin! Nein, ein Rabe, der Blut verströmt? Was war das denn? Ah, der hat da einfach auch rumgenagt und rumgegessen und so. Warum seid ihr hier? Ja, die Köpfe sprechen. Wir suchen einen Mann namens Elias. Elias. Ein gerissener Mann. Er steht in der Schuld des Baumes. Der Baum handelt mit Gedanken. Eine Einsicht für einen Kopf. Er ist der Erste von uns, der sich der Zahlung entzieht. Sagt ihr uns, was ihr ihm gesagt habt? Wenn wir ihn aufhalten, kann der Baum die Schulden eintreiben. Er suchte den Weg, Lilith zu beschwören. Doch unterwegs machte er an einem Ort Halt, der sich dem Blick des Baumes entzieht. Das könnte erklären, warum er einfach nicht stirbt. Ich kann kaum noch zählen, wie oft wir ihn schon getötet haben. Deshalb ist Aisa so kläglich gescheitert, seinen Kopf einzufordern. Der Ort, an dem Elias Halt machte. Wie können wir ihn erreichen? Sucht nach einem Sarg hinter den Wracks. Er wird euch an euer Ziel bringen. Findet heraus, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Denn der Baum kennt sie nicht. Okay, das sind mal etwas deutlichere Hinweise als sonst. Nicht nur so, ja, irgendwo ist irgendwas. Cool. So, wie geht es jetzt weiter? Ja, wir gehen zu dem Sarg. Wenn es Wracks zu durchsuchen gibt, dann an der östlichen Küste. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Kommt uns nach, sobald ihr könnt. Klingt nach einem Plan, so machen wir das. So machen wir das. Und wie kommt man hier wieder raus? Muss man den ganzen Weg zurücklatschen, ne, oder? Kann sich irgendwie raus teleportieren, oder? Ja, guck mal, da drüben gibt es einen Wegepunkt sogar. Das heißt, man kann hier sogar zurückkommen. Und hier irgendwas farmen oder questen oder sonst was. Das ist ja crazy. Soll ich mal auf der Karte? Wo sind wir denn? Ah ja, es wird aufgedeckt. Verrückt. Und da geht's weiter. Alles klar. Aber das sieht nicht so günstig für mich aus. Ich würde mal sagen, ich spawn hier hin und dann reite ich dahin und dann fange ich weiter an aufzunehmen. Oder lohnt sich das? Oder ich dackel hier hin und fange da dann an wieder weiter aufzunehmen. Ich denke, das lohnt sich noch eher. Bis gleich. Okay, bei dieser Holzbrücke machen wir weiter. Müsste jetzt auch besser werden. Weg der Echos, neues Gebiet, bla bla bla. Und direkt mal gegen den Zaun gerannt. Und was haben wir hier? Ganz viele Untote. Untötchen. Flüsternde Leichen oder sowas. Ein kaltes, lebloses Ufer. Okay, okay. Ah ja, klar, wir suchen ja Wrackteile. Schon klar, und das ist wieder ein Gebiet absuchen. Oh, das haben sie echt gerade gerne hier, oder? Getöteter Matrose. Mhm.
Wir sollen mit Lorath und Nayel sprechen. Das heißt, wir müssen die hier irgendwo finden. Ragnars Prophezeiung sprach von einer Schlange, nicht? Wenn Elias das auch wusste, hat er vielleicht nach ihr gesucht. Hat er euch je gesagt, was er vorhat? Nein. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Schüler. Was ist passiert? Erzähl uns was. Ja, es ist Zeit, dass ihr uns erzählt, was zwischen Elias und euch vorgefallen ist. Ragnars Prophezeiung hat Elias vergiftet. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Und als ich ihm riet, er solle warten, nannte er mich einen Narren. Und sagte, wir müssen tun, was auch immer... Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht. Und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sarg. Jo, habt ihr irgendeinen Hinweis? So ansatzweise wenigstens. Ja, okay. An die Küste halt. Nun ja, das Gebiet ist wenigstens nicht lächerlich groß, das wir absuchen müssen. Also einfach zur Küste, alles klar. Und schwupps, schwupps, da sind wir auch schon. Schön, schön, schön. Seht ihr den Sarg von hier? Nein, doch, ja, vielleicht, unter Umständen. Hier haben wir was gesehen, ich nicht. Irgendwas sehen die. Hä? Ich sehe da keinen Sarg. Ich soll mit ihr sprechen, aber die hat keinen... Sprechsymbol über sich. Jetzt hat sie eins. Musst du wohl noch laden. Könnt ihr etwas ausmachen? Aha, wegen der Kameraschwenkung. Da ist etwas am anderen Ende dieser Schiffe. Ich sehe es auch. Ja, eine Statue. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu gelangen. Oder ein Licht. Ein Licht und ein Vorhang. Ja, kriegen wir hin. Da drüben sind ja so Sprungpunkte. Die nehmen wir wahrscheinlich, um da hinzukommen. Das wäre eh meine Wahl gewesen, da lang zu gehen, also hat sich das ja schon. Morsche Tür interagieren, genau. Jetzt viele Moorleichen. Wir sammeln sie alle. Wir sammeln sie alle, um dann eine Mega-Falle zu schmeißen. Und zwar hier hin. Da war eine Wand. Stark versteckt. Kaum noch Energie. Ja, kaum noch Energie, sonst so weit hier. Laber nicht. Laber doch nichts. Hier hast du Energie. Genau. Nimm sie dir. Hier geht's nicht weiter. Ah, da drüben ist eine Treppe. Die Treppe hinauf und Gegner noch mehr. Alles klar. Sehr schön. Ich wollte jetzt mal irgendwann die legendären Gegenstände ablegen und gegen andere Gegenstände umtauschen, die höheres Item-Level haben. Aber mal so um zu gucken. Weil Item-Level ja bestimmt in dem Spiel auch ganz viel ausmacht, nehme ich mal an. Nicht nur die Fertigkeiten eines legendären Gegenstands. Dann pumpen wir vielleicht noch mehr Schaden raus. Das kommt mir lange wieder schwächer vor, was ich hier habe. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja nicht schwach fühlen, nicht wahr? Wir die Schicht durchspielen und immer matter hält sein. Bei anderen Challenges kann man nicht schwach fühlen. In Ordnung. Geht. Oder? Seht ihr das anders? Dann könnt ihr es mir in den Kommentaren hinterlassen. Wo ihr das seht. Ah, die Tür kann man kaputt schießen. Okay. Ich hab nicht genug Energie. Ich brauche mehr Zeit. Und jetzt. Voll rauspumpen. Und dann noch unsichtbar machen. Dann kriegt man eine Menge Energie zurück. Und dann wieder voll rauspumpen. Ja, also noch mal viel Schaden. Hm? Und dann machen wir hier einmal die Falle und hier einmal die Fernsüße und dann kommt wieder weiter ganz gut. Was habe ich mir nur gedacht? Nerell. Oh nein, Nerell. Nerell, nein. Es brennt. Das ist nicht gut. Oh je, sie wurde erwischt. Mein Arm. Hast du ein Ritual drauf dafür? Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Also bitte zum Zombie oder sowas. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Lorath, seid ihr sicher?
Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Ne, Arm abschneiden. Ne? Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Jetzt nicht daneben hacken, Mann. Ich will meine Hände behalten. Ja, ist gerettet. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Immer schön abbrennen. Ist die Wunde auch gut verbrannt. Hier, wie nennt man das? Kauterisiert. Ihr werdet zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen. War sie das nicht irgendwie schon zu einem Teil, ein Horadrim? Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Genau, das ist besser. Kann man ja nicht hier liegen lassen, ne? Entweder mitschleifen oder sich drum kümmern. Oh, hallo. Können wir ein bisschen mehr Gegner sammeln, damit sich meine Falle lohnt. Kommt ihr bitte. Genau. So ein bisschen Energie raus spammen. Spammen. Und das aktivieren. Ja, so ist es. Ja, ja, immer schön. Kombo, Kombo, Kombo. Und du wolltest nicht in die Falle, oder was? Immer der da. Okay. Hier eine Falle hin. Da eine aktivieren. Dann kommt die Energie raus. Die Ultima rauspumpen. Dann kriegen wir da schöne Energie zurück. Ich hab nicht genug Energie. Rausspammen. Das war Absicht, dass du nicht genug Energie hast. Also ich hab gerade ausgespammt, die ganze Energie. Hm? So, ich stell mal eine Falle auf und warte mal, dass der kommt. Genau. Oh, hab den ganz umgehauen. Ah, weil es ein Elite ist schon. Ich spamme mal noch Energie raus. Ultimative Falle. Ich bring mal wieder Energie zurück. Und tada. So. Wir haben hier jetzt wieder aufgerüstet. Damit dieses Paradox, man findet erst bessere Rüstung, wenn man die schlechtere anzieht. Also die bessere von den Punkten her, aber die schlechtere vom eigentlichen Wert. Hier kommt immer näher. So, beim Leveln ist fast nur Item-Level wichtig, leider. Der Rand unseres Sichtfelds. Die Grenze unseres Wissens. Hey, wer spricht jetzt da? Ist das so... Der Typ, der seine echte Leiche... Vergessen, was mit Elias, Erik, Eduardo... Scusi, ich bin der Böse, der mache der Hilfe von der Lilis. Ihr seht den Weg, und die Stimme des Baums. Im Inneren befindet sich das Ding, das Elias versteckt. Das muss jetzt in den Sarg gehen. Die Quelle seiner Unsterblichkeit. Dann klappt der Sarg zu. Dann werden wir immer mehr zum Übel. Und schon die Segen der Bösen. Wiege nicht. Kältere Betten erwarten euch noch, Reisender. Jetzt klappt zu. Weil der ist so riesig, dass auch ein Druide reinpasst, ne? So ein Schwabbel, stimmt. Ja, und jetzt irgendeine Vision oder irgendeine andere Welt. Oh nein, das Wasser. Ja, cool. Das ist ja ein scheiß Albtraum. Langsam mit Wasser. Wir konnten diese Reise nicht antreten. Und jetzt? Ja, Tatsache. Atmen und rütteln. Und jetzt? Mein theoretisch tot. Er muss bezahlen. Es wird natürlich was anderes passieren. Ne? Game over wäre jetzt mal richtig langweilig. Weil wir hatten ja keine Option. Würde ich einfach wieder weggehen können? Vielleicht hatte ich doch eine Option. Wer weiß. Gut, wir sind aber irgendwo. Wer hätte es gedacht?
Oh, was war das denn für ein Leck? Ja, war nur zwei Schritte, okay. Sah nur so komisch aus. Hallo! Elias war das, genau. Ratma, ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche. Das ist mir so. Hey Ratma, ich bin zu deinem Tempel gekommen, um der erfahrene Suche. Befleckt diesen Ort noch immer. Ja, es sieht echt befleckt aus. Mit Meereszeugs. Also gar nicht schlimm. Fäulige Überreste sind da drüben. Versammelt euch, ihr fauligen Überreste. Und genießet eine tödliche Falle. Hier ist sie. Was? Hätte ich nicht gedacht, dass die so viele überleben. Oh, ich hab nicht genug Energie. Jetzt spamme ich noch meine ganze Energie raus. Auch gut, kein Problem. Schwubbidi-wupp. Und los geht's. Und noch ein bisschen funktionieren und alles Energie rauskommen. Was meint ihr? Habt ihr die Bewegung gesehen? Ne? Ihr könnt da nochmal zurückspringen. Ich habe ganz eindeutig, war ich gerade in der Dodge-Bewegung und die Attacke hat mich trotzdem getroffen. Heißt, gibt es keine Invincibility-Frames bei dem Dodgen hier? Es wirkt überhaupt, es wirkt immer so, als würde man auch dodgen können. Also so Invisibility-Frames mäßig. Aber jetzt gerade überhaupt nicht. Oh, ich glaube, ich muss mal in die Stadt mein Inventar lernen. Ah, das schneide ich natürlich raus. So, frisch entleertes Inventar. Und weiter geht die wilde Fahrt. Vertreibt die verbleibenden Echos von Elias. Und dann erfahren wir mehr oder können wir ihn dann töten? Okay, was haben wir hier? Echo von Elias. Jede Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz. Eigentlich erwarte ich irgendwie noch, dass sie den versuchen, als jemand Guten darzustellen. Mal gucken, ob das noch passiert. Aber bisher recht egoistisch. Ich muss irgendwie da durch. Ja. Soll ich da jetzt doch nochmal hingehen und abchecken, oder was? Da können wir uns ein bisschen schneller bewegen. Ah doch, guck mal. Krach. Und BUMM! Ah, noch nicht. Erst da vorne dann. Und hüpf. Hat geklappt. Yay. Stylisch. Wie das auf der Minimap aussieht. Ich brauche mehr Zeit. Pfeil. Was ist immer noch? Es laggt. Ich will mal ein paar Sekunden geben, um hier zu fangen. Dass ich hier durchpresche. Preschen, gar kein Gegner, da einfach nur Weg. Ich kann gar nicht anders. Ich muss das schnell machen. Ne? Also es geht. Ein einzelner Skelettbogenschütze hier. Ein einzelner Skelettbogenschütze da. Ich meine, was soll hier schon groß sein? Ich kann aber knallhart ignorieren, ne? Die machen halt gar nichts. So, und jetzt? Oh nein, ein fauliger Überrest verfolgt mich. Noch ein fauliger Überrest. Langsam lohnt es sich, den fauligen Überrest in den Weg zu stellen. Oh, der eine ist gekommen. Na dann, explodiert. Oben und hinterlasse großen Reichtum. Nein, okay. Dann nicht. Dann halt nicht, dann behalt ihn. Bitteschön. Ich hab dich ja nur befreit. Von deinem Unwohlsein.
Ich habe kaum noch Energie. Nein, oh mein Gott, was kaum noch Energie? Was soll man da nur machen? Wir werden alle sterben, weil wir kaum noch Energie haben. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Okay. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Ihr beide, oder wer sind jetzt wir? Radma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Natürliche Ordnung zu stürzen? Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ist das so schlimm? Also Lilith ist dann nicht der Böse. Weil der Kreislauf ist ja mal so richtig scheiße in dem Spiel. In der Diablo-Welt ist der Kreislauf also total verrückt. Niemandem geht's. Die Bösen können nicht ihr Ding ausleben und die Guten können nicht ihr Ding ausleben. Und dadurch geht's allen beschissen. Und zwar die ganze Zeit. Wer weiß. Dann wird's wenigstens den Dämonen mal gut gehen, hm? Wenn Jesus gewinnen würde oder was oder wie oder wo. Wenigstens mal irgendwas. Irgendwelche Veränderungen hier. Was ist da aufgeploppt? Waffenständer. Oho. Mit einem weißen Kurzschwert. Bestimmt totaler Schrott. Was haben wir hier? Echo von Ilias. Lilith, die Mutter von Sanctuario. Sie formte uns, stark zu sein. Und wurde weggesperrt, um uns zu schwächen. Uns? Wer sind uns? Die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre. Na, wird euch ausnutzen. Ich muss mich auf alles vorbereiten. Wird weiter ihre Intrigen spielen. Hier bewahrte Ratma den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Ja, du machst doch alles wunderbar in der richtigen Reihenfolge. Klingt logisch, dein Plan. Das Geheimnis für Ilias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Okay. Was heißt das jetzt? Ah, guck mal, da kann man noch abbiegen. In Ordnung. Ich habe jetzt nicht irgendwie großen Gang gesehen, den ich verpasst hätte, außer ganz am Anfang vielleicht. Aber wenn es hier noch einen Gang gab... Oh, was war das? Meine Güte. Es leckt bis zum geht nicht mehr, dieses Spiel. Hm? Da freue ich mich schon auf Final Fantasy 16. Ich hoffe, das wird ein richtig gutes Singleplayer-Spiel. Dass man offline spielen kann, wenn man will. Damit man nicht so komisch abhängig ist von einer guten Internetverbindung. Oder eben schlechten Internetverbindung. Wird das speziell ausgelegt sein für die Playsee? Oh, das war krass. Wäre ich vielleicht gestorben ohne diese Schutzschilde. Wer weiß. Was Schönes aufgehoben? Nein. Und da hoffe ich auf zumindest kein Leck. Also das ist ja nicht möglich. Wenn, dann gibt es einen Frame-Abfall, weil irgendwas nicht passt. Also Leck ist ja was anderes. Das hat ja eigentlich was mit Latenzproblemchen zu tun, nicht wahr? Nicht Potenz, sondern Latenz. Nicht verwechseln, meine Freunde, nicht verwechseln. So, man kann rechts oder links. Links sieht ein bisschen aus wie eine Sackgasse, aber vielleicht soll das ein Trick sein. Hier kann man ja hüpfen. Vielleicht ist es dann auch genau der richtige Weg. Zeig ich mal her. Kreuz und quer, drumherum. Hier geht's runter.
Bleiben wir Mono. Beim Hüpfe. Meine Güte, ja, viel hüpfen. Ich hoffe, da müssen wir nicht zurück. Es ist ja hier ewig schon 3 Jahre, wenn wir jetzt wieder zurück müssen. Ist alles wieder so leer. Ich gucke mal da. Ah, das ist Elias Finger. Aha, aha. Er hat ja ein Stück von sich versteckt, um unsterblich zu bleiben. So litschmäßig. Verstehe. Nein. Ich werde hier nicht sterben. Nein. Ich brauche mehr Zeit. Ich kann nicht weiter. Ah, man musste. Okay, man hatte keine Chance. Schon gedacht, wie soll ich denn das schaffen? Ich ja irgendwie am ich hätte mich teleportieren, ich hätte das Stadtportal probieren können. Aber egal, soll so sein. Geschafft. Tada. Hallo, Lorat. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Dann stirbt er oder er wird dann sterblich. Das kann natürlich beides sein. Ne? Also, schwupps. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Du willst ihn töten? Alleine? Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein? Okay, warum nein? Was ist nein? Nael? Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich vor. Dafür lebst du. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Ja, warum auch? Solange sie hier nicht die ganze Zeit rumjammert. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Solange sie noch effektiv mitmachen kann. Es geht ja immerhin hier um Bestand, Existenz von allem. Hier sind viele Leute. Guckt euch das an. Meine Güte. Was läuft da rum? Das sieht ja stylisch aus. Was ist das da? Vielleicht eine Totenbeschwörerin? Wer weiß. So, reisen wir einmal dorthin und hoffen mal, dass wir endlich mal einen anderen Helm oder Mütze oder irgendwas kriegen. Dieses bescheuerte Ding, was ich das am allerhässlichsten von allen finde und ich muss es die ganze Zeit tragen. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Witzig. Sind wir bereit dafür? Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Ich hab gedacht, das haben wir schon getan. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Hält halt eine Weile. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Dann, was haben wir da tatsächlich jetzt noch? Wir haben nicht mehr so viel Minütchen, bis wir die 30-Minuten-Grenze erreicht haben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort stimmt rein gar nichts. Erledigen wir das lieber schnell. Dann würde ich sagen, hier machen wir das nächste Mal weiter. Bei diesem wunderbaren kleinen Cliffhangerchen. Vergesst also nicht, die nächste Folge anzuschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, mit meinem Kanal wird's helfen, also dann mit auch mir,
wenn ihr abonniert und kommentiert und liked. Wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann halt nicht. Euer Leben. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.